Sidekick, Object-Shack. Ich will die ganze Zeit runde Sachen einbauen und es geht halt einfach nicht. Und abspeichern, ich schreib's mal auf. Ich habe Pferde gefunden. Celia hatte letztens irgendwie tausende Pferde abgeschlachtet. Ach so. Deswegen haben wir keine Pferde mehr. Wir hatten nämlich letztens hier noch Pferde. Die wollte ich eigentlich am Leben lassen. Aber man muss ja ihm zugute halten, er hat einen schönen Helm für mich gecraft. Aber warum schlachtet man ein Pferd ab, wenn wir die noch nicht, also wenn wir sonst keine haben? Ist doch Quatsch. Ja, man kann ja auch ein bisschen laufen. Ich habe jetzt eine Koordinate, wo welche sind. Alles. Ich bin extra gefreut, dass sie direkt am Anfang Pferde sind. Da muss ich mal Kritik üben hier an der Politik der Pferde. Minus 200. Ich höre seltsame Geräusche. Cool, jetzt steht das Pferd in mir drin und ist an meinem. Okay. Jemand verrückt ist, hört man seltsame Geräusche, Lumi. Das ist ja cool, wenn Delfine in der Nähe sind, schwimmt man viel schneller. Ja. Cool, ich hab was. Auf den Reiten wurde uns letztes Mal gesagt, oder? Die reiten nicht, aber die helfen beim Schwimmen, hat Dingens gesagt. Ah, oh, okay. Cool, ich hab was Unterirdisches gefunden. Oh nein. Aber ich bin ja der jetzt immer. Ich muss mal irgendwann auf Zombiejagd gehen, weil mir dieses Geknurre unter meinem Haus macht mich wahnsinnig. Der muss unter dem Haus natürlich ausleuchten. Ich hab eine Schatzkarte gefunden. Nice. Nur den Schatz finden. Das Schöne ist, ich kann halt mit dem Wasserhelm, den Xeli mir hier gecraftet hat, kann ich halt schön lange unter Wasser bleiben, ohne dass mich da irgendwas stören würde. Hast du jetzt eigentlich das Portal schon gemacht? Nein, hab ich noch nicht. Ich wollte erstmal ein bisschen die Welt erkunden mit meinem neuen Gadget. Suizidbomber hier! Warum, was, wie, hä? Mir ist gerade wieder ein Creeper quasi auf den Kopf gefallen, neben mir explodiert. Ich bin zum Glück gerade weggelaufen in dem Moment. Von der Stelle. Wollt das Monster? Ey, ja, hat mich auch nicht einmal getroffen vom Damage her, aber. Wenn das Ding halt neben die Runde gerade mit BOOM macht, denkst du dir auch so, okay. Ja, das. Eigentlich muss ich noch versuchen, ein Skelett in Creeper abschießt. Nicht mit Musik. Ja, kriegen. Das ist auch ein schöner Erfolg. Und Musik vor allen Dingen. So, wieder da. Achso, ja. Willkommen zurück. Kinder im Bett, hoffentlich bleibt es so. Ich habe gerade eine Schatzkarte gefunden, Xeli in einem Unterwasserfestung. Oh, ihr Schatzkarten, bleibt mir weg, bitte. Warum? Ich mag keine Schatzkarten. Weil die übelst ungenau sind und übelst nervig. Moment, bin ich von unten in einen Bereich gekommen? Da war schon jemand. Ja, wir haben da ein paar Gänge gezogen. Was denkst du, warum ist so viel? Aber so viel, ihr habt es nicht immer in die Wand gesetzt, die Beleuchtung. The fuck? Hast du breite Gänge gefunden? Weißt du, wo du angekommen bist? Du bist in der Schlucht angekommen, in der ich vorher war. Die Schlucht, in der Ben letztes Mal gestorben ist? Nein, es gibt hier viele Schluchten. Schön. Kann ich hier eigentlich Wasser rausnehmen? Nee, kann ich nicht. Du musst das Ben dann direkt aus der Wand holen. Ja, Moment mal, wo ist es denn? Da ist es. Geil. Auf geht's. Cobblestone, wobei, nee, dann beflutet sich die Lava alles. Machen wir mal nicht. Aber vielleicht bilde ich es mir auch ein. Lumi, was gibt's denn eigentlich heute bei dir für Musik? Wacken und Meraluna Musik und Song Request. Was ist ein Meraluna? Ein Gothic Festival. Ach. Da sind sie! Ich hab sie gefunden! Yeah, schlachte sie! Die können da nicht hoch, oder? Können die da hoch? Wir sehen, wenn sie sich anfallen. Nee, sie versuchen hochzukommen, aber sie kommen nicht hoch, glaube ich. Ich hau sie. Da ist ein ganzes Nest. Ist da ein Spawner drin? Das ist so ein komisches Gitterding, wo sich was drin dreht. Ich muss sie jetzt erstmal töten. Die werden nur nachspawnen. Das ist Gold, ist das wert? Das ist ein Mobspawner. Was? Das sind normale Zombies und einer ist so golden. Der hat einfach nur eine Goldrüstung an. Gold ist übrigens so. Gold ist übrigens so hart wie Holz, also. Du kriegst übrigens keine Goldrüstung von dem. Der hat die nur an. Doch, du kannst die auch droppen, aber die Wahrscheinlichkeit ist ultra gering. Ich wollte es dir nicht für Sachen versprechen, die halt sehr, sehr schwer sind. Ich brauche eine eigene Holztruhe. Poker High. War ein Poker.
Aha, hier ist nämlich ganz dunkel und eine große Höhle. Sind blöd, dass ich jetzt mit den einen Steinen angefangen habe und die cool finde und jetzt gibt's keine mehr. Was hast du für Steine genommen? Keine Sprich Ahnung. Dich ruhig aus. Oh, keine Ahnung. Mal. Keine Ahnung, ist immer eine gute Antwort. Ich guck nach. Guck nach, weil wir haben alle schon ziemlich viel abgebaut und das nimmst du dir halt aber. Nein, ich will es selber bauen. Baut halt selber. Wo ist denn da der Spaß, wenn ich mir jetzt alles geben lasse? Wieso alles? Bloß den Stein. Andesite. Andesite halt bei mir noch rumliegen tatsächlich, weil ich nicht. Oder doch, das benutze ich tatsächlich. Ha! Oder ist es das? Du benutzt Granit. Nee, Diorit und Granit benutze ich. Andesit habe ich noch rumliegen. Ein Stack zumindest kannst du haben. Andesit habe ich nie so viel, na, weil das relativ selten ist. Das ist vielleicht eine schlechte Idee, dann mein Haus damit zu bauen, oder? Ja, nee, relativ selten, aber du baust halt vermehrt Koppel ab. Granit ist auch relativ selten. Weil nee, Granit ist nicht selten. Vor allem kannst du Granit. Es macht nicht wirklich jeder Jagd drauf. Ich gehe nach Dias suchen und das Eisen. Das Problem bei Andesit ist, ich kann das optisch nicht so einfach unterscheiden von normalen Steinen. Weil der halt so dunkelgrau ist. Beim Abbauen sieht er fast gleich aus. Ja. Ist dunkler, sieht aus wie verbrannt. Ja, bei Diorit und bei Granit sehe ich das deutlich eher, dass es das ein anderer Stein ist. Ich sehe es bei mir relativ schnell. Ja, du bist besser als ich, habe ich ja verstanden. Ich habe ein anderes Texture Pack ganz einfach. Bei meins ist hochauflösend. Ich habe ein hochauflösendes Texture Pack tatsächlich. Geil. Wo finde ich denn Andesit jetzt? In der Steinholztruhe. Recht oben. Warte, Lumi, wenn du noch da oben kurz bleibst, kriegst du das Zeug von mir gleich noch mit. Okay. Bin ich das nämlich los. Ach, ihr könnt Lumi mal einen guten Song requesten. Evolution Sail. Welche? Schadgut. Da, Stein und Holztruhe. Sail ist ein cooles Lied. Meiner normalen. Musst du schon auch rein. Evolution Sail ist, glaube ich, so normale tatsächlich. Ist in meiner normalen Playlist schon drin. Ach so. So. Der jetzige nicht. Oh, die Werbung jedes Mal davor. Werbung? Naja, wenn ich auf den Stream von euch klicke, dann kommt jedes Mal vorher Werbung. Wir verdienen dich mal aus. Ja, die nur Twitch. Twitch. Steht ja auch da. Tatsächlich ist Twitch eine der wenigen Webseiten, die auch den Werbeblocker aktiv umgang gekriegt hat. Dingens gedönst. Das soll hochauflösend sein? Hey, hast du jetzt hier was in meinem Stream auszusetzen oder was? Ja, das Wasser ist schon schön, aber. Der Sand und die Wiese, naja. Ey, das ist 108. Dir ist schon klar, dass der Stream an sich unscharf ist. Das kann auch sein. Das ist 128 mal 128, das Texture Pack. Okay, ne, ich hab glaube ich 512 mal 512. Ja, okay, das ist dann schon hart übertrieben, aber solange ich nicht wirklich nah rangehe. Nein, es wird schon wieder dunkel, warum sagt mir das denn niemand? Sehe ich nicht großartig, dass das schlecht aufgelöst wäre. Das Problem ist, dass ich dann, glaube ich, meine Leistung noch mehr in die Knie zwinge. Das Shader Pack bringt schon meine Leistung ein bisschen in die Knie. Ja. Es wird dunkel. Wie gesagt, ist es eigentlich so schwer, mal kurz zu sagen, Lumi, es wird dunkel. Lumi, es wird übrigens dunkel. So nun. Siehst du, und jetzt hat die Lumi für mich die Höhle fast ein bisschen ausgehöhlt. Lumi geht auch nochmal zurück. Warum chillst du eigentlich hier auf meinen. Weil ich dich was fragen wollte, aber ich komme nicht zum Quatschen. Ja, dann quatsch doch endlich mal. Ja, es quatschen ja tausend dazwischen. Wie ging denn das mit dem. Aua! Ich hab das gesehen. Ich war's nicht. Ich guck ja in deinem Stream gerade. Wie ging denn der Befehl, um dir was zu geben? Nimmst du die Hand, mach's cool. Nee. Ja, nee. Falsch. Was ist denn diese grüne Anzeige eigentlich? Unter meinem Essen und meinen Herzchen. Dein Erfahrungsbalken. Genau, gibt Erfahrungslevel. Damit kannst du dann Sachen verzaubern, wenn du da bis Lazuli einen Verzauberungstisch und Erfahrung opferst. Also den Zaubertisch nicht opfern, aber Lapis Lazuli in Erfahrung opfern. Du musst halt Level 30 haben dann. Ja, bei Level 30 kannst du die guten Verzauberungen, also die besten Verzauberungen erst kriegen. So, was ist denn, was willst du mit geben und... Nee, alles okay. Wer zum Henker hat meinen Sand hier weggemacht? Cookie? Der große Cookie. Ich will keine Löcher in meinem Sandstrand. Können wir bitte schlafen gehen, Phantome und so? Ja, okay. Ich kann schlafen gehen. Ja, warte, beweg mich auch grad. Was ist? Warten. Ich wäre hier fast runtergefallen. Das ist des Wahnsinns. Da ist unten Wasser. Muss ich in diesem Bett liegen? Ja, ich will da aber trotzdem nicht runter, wenn ich die Treppe hier nach unten drauf. Dann ich guck. Ich war ja noch hier online. Dann guck hin, dass du ordentlich läufst. Ich dachte gerade so.
Ich was? Von 14.4 IGT? Da gibt's nur Pre-Release. Aber wie lange muss ich denn im Bett liegen? Du musst überhaupt mal im Bett liegen. Das war ich. Bis alle liegen. Ihr hättet eh nicht schlafen können, wäre ich jetzt immer noch AFK geblieben. Ach so. Dann hätte ich dich getötet. Dann hätten wir trotzdem nicht schlafen können, das bringt ja nichts. Dann hätte der Benny noch dich kicken können. Das hätte man können. Piech! Piech! Jumi, du schaffst das. Auf Erkundungstour. Das ist so ein Viech, was explodiert, das ist grün. Was mache ich denn wenn jetzt? Wenn das grün ist und keine Arme hat, ist es so ein Viech, das explodiert. Und wann explodiert es? Wenn du zu lange in der Nähe bist. Und wenn es anfängt mit Blinkern. Ja. Soll es mal explodieren, damit es nicht in der Nähe von mir explodiert. Geh weg! Okay, es ist weg. Okay. Die waren ja easy. Warum one-shot ich denn die Skelette? Wo bist denn du, Lumi? Und hier gibt's doch noch Pferde. Ich sehe noch ein Pferd direkt bei mir rumlaufen. Was? Pferd? Wo? Ich hab zwei Sättel. Hier, bei mir ist ein Pferd. Direkt Richtung Lumi von mir aus. Also Richtung Lumis Haus. Ich weiß nicht, wo Lumi ist. Lumi ist an ihrem Haus. Ich guck mal gucken. Ja, es explodiert. Ich sehe hier die Explosionsradius. Gut. Gut zu wissen. Wo hab ich denn jetzt mein Boot geparkt? Steht, glaube ich, hinten am Haus bei dir. Lumi, du bist gar nicht in deinem Haus. Ach doch, da. Wo da mein Haus? Hä? Warum hast du noch eine Holzpickaxe? Und warum ist der Zombie noch zu hören? Here's a tip. Ja, ich hab's schon wieder so. Oh, weil er da unten steht. Ach, Felix, du irre Hund, Mann. Wie lange soll das... Er hat denn jetzt wieder meinen Keller zerstört von euch, dass ich Zombies in meinem Keller hab. Ich hab überhaupt nichts zerstört. Das ist mein Brot, Cookie. Nee, der andere. Muss der denn, glaube ich, eine Tür hinbauen, damit die nicht hochkommen? Felix. Ich hab alles zugemacht. Danke jedenfalls. Ich hab alles zugemacht zu dunklen Ecken. Alter, 25 Euro, Mann. Hä, wo steht das denn, Feli? Heute mir Sandstolper fallen zu stellen, ist halt einfach nicht lustig. Hä, wer stellt jetzt Stolper fallen? Irgendjemand hat vor meinem Haus Sand ausgefüllt. Nein, wenn der Sand dort war und jemand drüber läuft und unten drunter nichts ist, dann nein, du halt rein. Ich weiß, wo das Problem ist. Ich bin selber schuld. Du hast unten drunter weggebuddelt? Sorry, ich verdächtigt habe. Ja, ich habe doch vorhin dachte Zombies gesucht und da ist ab und an mal Sand runtergerieselt dann irgendwie. Sehr gut. Ja, also Entschuldigung an alle, die ich irgendwie in Verdacht hatte, nämlich euch alle. Läuft bei dir, Lumi. Läuft gut, ne?